Hi, ich bin's, euer Stefan, und in diesem Video mache ich jetzt einen Selbstversuch. Und zwar, ich habe total eitrige Mandeln. Das Problem habe ich schon sehr, sehr lange. Ich war damals, bevor ich vegan geworden bin, war ich mal beim Arzt, durfte 2 oder 3 Wochen lang Antibiotika schlucken. Von daher möchte ich nicht mehr zum Arzt gehen. Also ich habe das Problem immer wieder. Aber ich will das jetzt auch nicht darauf beruhen lassen, sondern ich möchte ein bisschen was ausprobieren. Für was die Mandeln sind, warum ich nicht mehr zum Arzt gehe und mir definitiv auch nicht die Mandeln rausnehmen lassen möchte, das erkläre ich in einem separaten Video. Dieses Video ist jetzt erstmal einfach ein Selbstversuch. Und zwar dachte ich mir, ich probiere einfach mal ein paar Hausmittelchen aus, ob die wirklich funktionieren. Und ein Hausmittelchen ist in mir hängen geblieben und ich dachte, ich probiere es mal aus. Und zufälligerweise habe ich das Zeug sogar gefunden, und zwar Aloe Vera Saft. Laut einer Internetseite, ich lese mal kurz vor, der enthaltene Wirkstoff Acemanan aus dem Gel des Aloe Vera Blattes beruhigt die Schleimhäute, lindert den Schmerz und treibt gleichzeitig den Heilungsprozess voran. Das heißt, ich probiere das jetzt mal mit der Flasche aus hier. Hier steht: Gurgeln Sie diesen Saft stündlich unverdünnt. Also das heißt, Aloe Vera Saft, ich habe keine Ahnung, wie der schmeckt, also gleich mal ausprobieren. Und unverdünnt soll ich den gurgeln. Wenn das jetzt natürlich heißt stündlich, dann werde ich jetzt ein bisschen sparsam sein. Gucken wir mal, wie er riecht. Riecht sehr neutral, also sehr wenig. Ist erträglich auf jeden Fall, hat sehr wenig Geschmack. Kann jetzt nicht behaupten, dass es ein schlechter Geschmack ist. Ich probiere das jetzt mal stündlich aus. Jetzt ist 14.25 Uhr. Mal gucken, ob es heute wirkt. Die Mandeln sind komischerweise überhaupt nicht angeschwollen. Aber ich hatte heute früh echt das Gefühl, als wenn nichts runterpasst. Also wie so eine Art Allergie. Aber ich habe ja heute früh auch nichts gegessen. Und ich habe das jetzt schon ein paar Tage und ich habe gesehen eben, dass die Mandeln total eitrig sind. Ich probiere das jetzt einfach mal aus bis zum Ende des Tages. Und dann berichte ich euch gleich. Also, Tag 2. Aloe Vera Saft ist leer. Also ich glaube, das hilft echt wirklich nur, wenn die Mandeln extrem wehtun und extrem angeschwollen sind. Also gegen Mandelentzündung sozusagen. Zurückgehen konnten sie ja nicht. Diese waren ja nicht angeschwollen. Schmerzen sind ein bisschen weniger geworden, aber Schmerzen waren bei mir jetzt auch nicht die Welt. Also gegen eitrige Mandeln vermutlich eher weniger geeignet, aber gegen entzündete Mandeln auf jeden Fall. Was ich heute auch nochmal probieren werde jetzt, kommt der nächste Versuch, und zwar Johannisbeersaft. Das ist jetzt in dem Fall schwarzer Johannisbeersaft. Das heißt eigentlich normaler Johannisbeersaft, aber Johannisbeersaft ist Johannisbeersaft. Hier steht: Trinken Sie möglichst kleine Schlucke und behalten Sie diese vor dem Runterschlucken etwa 2 Minuten im Mund. So kann der Körper die heilende Wirkstoffe der Johannisbeere effektiv aufnehmen. Also Beeren an sich sind sehr hochwertig, sehr gesund. Einfach mal gucken, vielleicht hilft es ein bisschen was gegen die eitrigen Mandeln. Ich bezweifle das zwar, aber man kann es ja mal probieren. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch wieder gegen Mandelentzündung und Schmerzen, aber das ist mir erstmal das Wichtigste, dass ich einfach keine Halsprobleme mehr habe. Und ich werde jetzt hier die Flasche heute leer machen und wir sehen uns morgen wieder. So, ich wollte mich ja jetzt eigentlich morgen melden, aber heute ist immer noch der Tag mit dem Johannisbeersaft. Ich wollte euch einfach das mal zeigen. Ich habe euch ja vorgelesen, mindestens 2 Minuten soll man das Zeug im Mund behalten und kleine Schlucke nehmen. So, was ich natürlich vergessen hatte, das ist Johannisbeersaft. Johannisbeeren. Habt ihr schon mal Johannisbeeren gegessen? Johannisbeeren sind sehr, sehr sauer. So, und deswegen wollte ich euch einfach mal zeigen, vom Gesichtsausdruck her, wie sich das so anfühlt, das Zeug im Mund zu behalten. Länger halte ich es echt nicht aus. Das ist, boah, das geht so sauer in den Mund rein. Aber schmeckt echt geil. Oh, so sauer. Okay, aber jetzt sehen wir uns morgen. 2 Tage später, ich hatte gestern leider keine Zeit, deswegen heute die Review vom Johannisbeersaft, den ich vorgestern angewendet habe. Ich kann echt sagen, also im Vergleich zum Aloe Vera Saft, absolut genial. Kann ich euch nur empfehlen. Und wie ihr ja auch gemerkt habt, ich schaffe es auch keine 2 Minuten. 5 bis 10 Sekunden, wenn es hochkam, habe ich 20 Sekunden geschafft, den Johannisbeersaft im Mund zu behalten, auf der Zunge ein bisschen liegen zu lassen, damit der Wirkstoff einwirken kann. Länger habe ich es auch nicht geschafft, aber hat wunderbar geholfen. Eine Flasche habe ich an dem Tag verbraucht, immer wieder kleine Schlücke. Kann ich euch echt empfehlen, also auch gegen eitrige Mandeln, absolut klasse. Ich habe am Abend total eiterfreie Mandeln gehabt, kein Eiter war zu sehen, gar nichts. Ich denke mal, man muss es aber mehrere Tage anwenden. Ich habe es jetzt nur einen Tag angewendet und jetzt nach einem Tag Pause ist natürlich wieder ein bisschen das Eiter zurückgekommen, aber es ist wesentlich besser geworden. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Hausmittelchen. Daneben empfiehlt sich auch das Gurgeln mit Mandelentzündung, Hausmittel Nummer 5, warmes Salzwasser. Das klingt nicht gerade angenehm, hilft aber dank der antibakteriellen Wirkung enorm. Dazu einfach einen Teelöffel Salz in einem Glas warmen Wasser auflösen. Das probiere ich jetzt einfach mal den heutigen Tag aus,
bis morgen und dann werde ich euch morgen berichten. Und dann kommen wir gleich mal zum Geschmackstest, wie das warme Salzwasser schmeckt. Also ich habe hier das Glas Wasser. Ich habe hier... Ich muss jetzt nochmal kurz nachgucken, ob das auch wirklich ein Teelöffel ist oder ein Esslöffel. Nein, es ist zum Glück ein Teelöffel. Wasser ist ein bisschen warmes, gefiltertes Leitungswasser. So, und dann machen wir mal den Test. Ja, gut, alles klar. Schmeckt im Endeffekt, also ich habe es jetzt ausgespuckt, ich habe es nicht getrunken. Schmeckt wie, ja, wie Meerwasser. Ist ja auch Meersalz, fällt mir gerade so ein. Also das wird jetzt auf jeden Fall geschmacklich der schlimmste Tag. Der Johannisbeersaft ist echt lecker dagegen. Außer, dass man halt wegen der Säure nicht so lange im Mund behalten kann. Aber das ist echt, ja, schmeckt halt wie, als wenn man wirklich aus dem Meer trinken würde. Ich berichte euch dann morgen, ob es wenigstens geholfen hat. Letzter Tag, es ist vorbei, der Selbstversuch ist geschafft. Also das mit dem Salzwasser kann ich nicht empfehlen. Erstens, also bei mir hat es wenig geholfen. Zweitens, selbst dieses kleine Glas, so 6-7 Mal kann man damit gurgeln. Ich habe es immer wieder ausgespuckt, aber beim 5., 6. Mal ungefähr, da ist mir echt immer so der Würgereiz hochgekommen und ich vertrage echt viel. Also das heißt auch, ja, es schmeckt wie Meerwasser halt eben. Ne? Das ist halt einfach, wenn man das im Mund hat, das ist eklig und geholfen hat ehrlich gesagt auch nicht viel. Genauso ist es halt eben mit dem Aloe Vera Saft. Der hat auch nicht viel gebracht. Vielleicht ist es wirklich gegen entzündete Mandeln und nicht gegen eitrige Mandeln. Weiß ich nicht, bei mir hat es wenig gebracht. Geschmeckt hat er eigentlich fast nach gar nichts. Also das heißt, geschmacklich ist es auf jeden Fall akzeptabel. Aber mit Abstand definitiv schwarze Johannisbeere. Der war absolut genial. Also wirklich am nächsten Tag hatte ich wirklich nichts mehr. Kein bisschen Eider mehr an den Mandeln. Der ganze Rachen, alles war frei. Die Schmerzen von den Mandeln waren weg. Allerdings ist es ein Tag drauf, ist es wieder ein bisschen zurückgekommen. Das heißt, wahrscheinlich ein paar Tage muss man es anwenden. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich denke wahrscheinlich auch bei entzündeten Mandeln, genauso wie bei eitrigen Mandeln, funktioniert der Johannisbeersaft richtig gut. Ich muss aber dazu sagen, dass es wirklich nur, das sind nur Hausmittelchen und das ist wirklich nur Symptombehebung in dem Fall. Dieses ganze Fazit halt eben oder diese ganzen Hausmittelchen, die schließen einen Arztbesuch nicht aus. Deswegen übernehme ich keine Haftung und rate euch dennoch trotzdem zum Arzt zu gehen, um euch einfach absichern zu lassen, dass nichts Schwerwiegenderes vorliegt. Das wollte ich jetzt nur nochmal sagen. Ansonsten ist es halt eben als Hausmittelchen für ein bisschen, dass die Schmerzen ein bisschen weggehen, dass das Eiter halt nicht so extrem ist. Ist dieser Johannisbeersaft absolut geeignet. Ich habe noch was von Natron gehört, also so ähnlich wie das Salz. Natron mit Wasser mischen, gurgeln. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Wollte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr machen, nachdem, wenn ich überlege, wie Natron schmeckt. Das wird wahrscheinlich noch widerlicher werden als das Salz. Von daher habe ich es weggelassen. Ich denke mal, wahrscheinlich wird es genauso wenig helfen bei eitrigen Mandeln. Mich würde mal interessieren, wenn ihr selber Erfahrungen gemacht habt, eben mit diversen Hausmittelchen, schreibt es mal unten in die Kommentare. Würde mich interessieren. Ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir einen Daumen hoch und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Stefan.